Moin und herzlich willkommen zurück zum Grundstoffen-Vlog. Hinter mir sieht man vielleicht, ist eine Sämaschine. Oh, ich muss mal ins Bild gucken da. Genau, und die Jungs sind gerade am Abdrehen. Wir sehen nämlich heute Versuche ein, und zwar Kräuterversuche. Da ist unter anderem Zikorie, Spitzwegerich dabei und spezielle Kräutermischung. Was ist das für ein Scheiß? Ist kein Scheiß. Das kommt ins Grünland, geht um, ja, bessere Futteraufnahme im Grünland, Biodiversifizierung im Grünland, also soll heißen, dass wir verschiedene Arten auch einsetzen. Das sind die ersten Reinsaatversuche, glaube ich, sogar in Europa, die wir heute hier aussehen, zusammen mit der Firma Feldsaaten Freudenberger. Und ja, sind gerade bei den ersten Abdrehproben, war wie bei Edeka, aus Versehen schon direkt ins Schwarze getroffen, machen jetzt gerade die zweite und wir schauen mal schnell, ob das wieder passt. Nein, ich habe hochgestellt. Okay. Also, wir haben zu viel. Nee, wir hatten zu wenig. Machen wir noch oder, einen. Oder war die Waage, weil du den Eimer runtergenommen hast? Oder kam hier nicht überall noch was drauf? Das kann es nicht sein. Lass den Eimer da drüber drauf gehen. Ich mache noch ein Stück höher. Weil jetzt hat jemand halt. Ey, warte mal, warte mal, warte mal. Das war, glaube ich, zu viel. Weil jetzt zeigt er auf einmal minus 10 Gramm an. Die Waage hat ein bisschen gesponnen. Heißt, wir waren bei 360. Nee, was hatten wir gerade? 3,2 hatten wir. Also 0,32. Läuft, Dennis? Läuft. Ja, nächstes Mal, wa? Komm am besten mit den Dingern her. Genau. Ja. Oh. Ja, das sieht schon nicht so ganz scheiße aus. Ja. Das passt, oder? Ja, das passt. Wir sind um 0,0. Habt ihr eine zweite Abdrehprobe gemacht? Mit der Einstellung jetzt? Nein. Dann macht das noch einmal. Ja, das hatten wir jetzt vor, aber wir wollten nicht mehr. Wir mussten erstmal die erste machen. Ja. Ja, das Abdrehen läuft auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ist hier auf jeden Fall wie auf dem Amt. Drei Leute für eine Aufgabe, die einer eigentlich auch alleine machen kann. Hat aber durchaus seine Gründe. Mathis, wink mal. Moin. Haben wir dich gesehen? Oh, ich zeig dich mal. Mathis, hast du dieses Jahr Prüfung oder was? Dieses Jahr, ja. Ja? Musst du das auch machen? Vielleicht, ne? Hoffentlich nicht. Wieso? Das ist doch eigentlich ein relativ einfaches Thema. Von daher. Das ist ein einfaches Thema? Ja, finde ich wohl. Ja. Ziemlich selbsterklärend alles. Ja. Also beim Abdrehen bist du stark. Sehr stark. Konnte ich mir nicht verkneifen, I'm sorry. Scheiße. Ja. So, das passt doch gut. Doch. Ja, passt. On point. Dann können wir damit starten. Ja, wir befinden uns jetzt hier in der Versuchsfläche. Und hinter mir ist der erste Einsaatversuch mit Antler. Das ist eine Zikorie-Sorte. Wir haben ein paar Mal tatsächlich auch getestet auf unseren Testflächen. Das scheint auch die stärkste zu sein, die es auf dem Markt gibt. Und ja, es ist richtig Pionierarbeit. Also das hat so wahrscheinlich in Europa noch nicht gegeben, dass man solche Sachen in Reinsaat mal ausprobiert. Wir wissen auf jeden Fall nichts davon. Und sind mal ganz gespannt, wie das dann hier auch hochläuft. Man sieht, hier ist noch einiges an Grün dazwischen. Das ist tatsächlich aber schon totgespritzt. Also die Pflanzen müssten jetzt eigentlich absterben.
Somit sollte das Saatbett sehr sauber auflaufen können. Wie viel Blasen wir dann tatsächlich hinterher haben, das sehen wir dann aber. Im Optimalfall ist es gering. Aber das kann man immer nicht so ganz genau sagen, wie es dann hinterher läuft. Die Grundvoraussetzungen sind jetzt sicherlich nicht schlecht, aber auch nicht perfekt. Deswegen ist es, denke ich, auch sehr praxisnah. So, jetzt geht's los nach oben. Musik an, Drohne ab. Okay, das soll es von diesem Beitrag gewesen sein. Wir sind jetzt an der letzten Spur und was heißt letzte Spur? Die letzte Parzelle wird jetzt gerade eingesät und dann sind wir hier auch fertig. Hat alles sehr gut funktioniert. Jetzt muss das nur noch gut auflaufen, dass das, was wir vorher gut hingekriegt haben, auch am Ende einen Sinn hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal natürlich wieder dabei seid und macht's gut. Bis bald.